Goodness. Oh, settle down. Pff, was war das? Wieso ist der so aufgeploppt? Hä? Something scary. Be still. No. No. Alter, das Vieh macht sie unsichtbar. There's nothing to be afraid of. Das Vieh macht sich verdammt nochmal unsichtbar. Is it over? Are you still out there? Ja, bin schon da. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Hm. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Ich bitte erstmal looten. Can't get away. Can't get away. Oh mein Gott, es gibt Gegner, die sie unsichtbar machen. Ich sterbe. Im wahrsten Sinne des Wortes werde ich da dran sterben. Ach du Kacke. The stairs are gone. We must be collectively losing our minds. 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 Ach du Scheiße. Oh Gott. No. Rovik. It is you. Who the hell are you? No! Don't follow! Und wie ich dem hinterhergehen werde. What the? Ach du Scheiße. Doctor? Leslie? Ach du Scheiße. Fuck. Oh mein Gott, das ist alles so random zusammengewürfelt, weil es halt so übernatürlich und kopf... Tut mir leid, fickend ist. Aber ich find's geil. Das ist ja eine Albtraum-Achterbahnfahrt. Eine Flut aus Blut. Wunderbar. Wo bin ich denn jetzt? What is going on here? What in the world is going on here? Wo bin ich denn jetzt? Da ist der Ausgang auf jeden Fall, aber... Hier ist sicherlich nicht umsonst was zum... Falle aktivieren und so. Hier ist Munition. Ach du heilige Scheiße, Mann. Willi? Wofür das jetzt? Ehrlich gesagt? Okay, ich zünd dich an. Okay, was ist hier? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist was zum Hochklettern. Und ich glaube, das nehme ich auch mal in Anspruch. Was ist das hier? Was? Wo soll ich den denn hinkicken? Und was mache ich damit jetzt? Das ist jetzt erstmal vorsichtshalber liegen, aber es hat sicherlich irgendeine Bewandtnis, dass wir das da runterlassen. Mussten. Nicht zu weit gehen, nicht zu weit gehen. Alter, du siehst doch, dass hier was ist. So, jetzt entschärfen wir. Ah, hier soll ich die bestimmt mit rüberkicken, oder? Nee. Kriege ich ja nicht mal hier rüber, der Scheißding. Okay, das ist halt auf jeden Fall. Das ist ein Rätsel. Das hat was mit diesen Schaltern hier zu tun. Was passiert hier?
Hä? Okay, leuchtet mir auch erstmal nicht ein. Munition. Kann man kaputt schlagen, Licht aber nichts. Hier komme ich nicht hoch. Nein. Ah doch. Ah. Alles klar, komische Falle. Ich lasse die da jetzt einfach liegen. Es interessiert mich nicht, dass da eine Falle ist. Was? Okay, oh God. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, was ist denn hier los zum Geier? Oh Gott, bitte erhol dich doch nicht erst. Wir haben keine Zeit, Digga. Okay, den Dicken. Den Dicken. Nein! Die weichen Schüssen aus, ne? Die weichen Schüssen aus. Penner. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Das ist einfach zu krass für meine Nerven hier. Da habe ich auch noch Schuss. Kann ich Bolzen herstellen? Ich muss ja sagen, diese Explosivbolzen sind ja die geilsten eigentlich von allen, ne? So. Lassen wir so. Oh Gott, bitte lass mich wieder nach Hause. Mach die Tür auf und lass mich heim. Ich hätte ihm nicht folgen sollen. Wo bin ich denn jetzt? Doktor? Leslie? Ich glaube, ich muss dahinter, aber... I don't trau mich. Okay, die Tür ist zu. Gut, das freut mich. Oh mein Gott. Ich weiß ja nichts... Oh mein Gott. Shit, I'd better run. Komm schon dabei. Schwing gegen die Wand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar schnell, Alter. Und zwar schnell, Alter. Ich bin tot. Da hat aber was rot geleuchtet. Ich glaube, ich hätte dieses Gitter runterlassen müssen, oder? Oder irgendwas. Oder hätte ich da, kann ich da ein Loch reinschießen mit der Pumpgun? Alter Schwede, was ist denn bitte hier los? Ach so, ich kann das Tor runterlassen. Dann kommt die nicht, oder was?
die aufgegeben? Ich hätte das Tor unterlassen müssen und dann hätte die aufgegeben? Ah! Tja, aber ich kann jetzt hier nicht runter, wenn da noch Zeug liegt. Da liegt da noch Zeug. Guck mal, da auf der anderen Seite liegt auch noch... Ah ne, ist kein Buch. Okay, Mädchen. Ich bin mal weg, ne? Ich hoffe, du folgst mir nicht. Wo auch immer du... Alter Schwede. What is it with you? Ihr merkt, ich kann gar nicht sprechen. Und ich hatte ernsthaft vor, Resident Evil 1 zu Let's Playen, wenn das Remaster kommt. Ich hatte es ernsthaft vor, aber ich glaube, ich halte das psychisch nicht aus. Hallo? Ach du Kacke. Das war verdammt close, aber kann mir jetzt mal einer verraten, wo ich hier plötzlich bin? Alter, ich hab gleich keine Energie mehr für irgendwas. Kann ich schon wieder was vor mir herkicken, oder? Das ist wieder dieses komische... Ah ne, das ist einfach so. Alter, ey, wirklich jetzt. Warum tust du das? Ludwig, warum tust du das? Nein! Ah! One hit. Hätte ich wieder hochrennen sollen? Ernsthaft? Wolltet ihr nicht, dass ich da runtergehe? Wo zur Hölle bin ich hier überhaupt? Oh my god. Okay. Again from the beginning. So, dann lad mal nach. Deine komische Klifte hier. Und jetzt laden wir mal den nach. Meine Güte, ey. Okay, Rubikmeister. Ich bin weg. Ich will hier wieder rein. Was? Ach du Kacke, Mann. Das überleben wir nicht. Oh yeah, Mann. Und in solchen Momenten, Kinder, denke ich mir dann, The Evil Within ist irgendwie das, was Silent Hill seit vielen, vielen Jahren versucht zu sein und es nicht mehr schafft. Wir sind in Kapitel 5, Innere Tiefen. Aber liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei The Evil Within und ich verspreche, ich werde das Spiel besser unter Kontrolle kriegen. Das ist ja wohl die absolute Spitzenhöhe, was hier abging jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich mache gleich noch einen Speicherstand. Ich bin CoRPN100, der mit der Zahlen dran. Ich sage tschüss und bis dann.